Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit erschien Jesus den Elf und sprach zu ihnen: Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird ihnen nichts schaden. Und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Wort Gottes. Dank sei Gott. Ich habe heute eine Einladung. Wir werden heute am Abend, in unserem Schwesternabend, also in unserem Gesprächsabend beisammensitzen. Ich denke, es wird uns so gehen, wie es da steht, einfach, dass Jünger werden wahrscheinlich auch gesessen sein und erschien ihnen Jesus. Das kann unter Umständen heute auch am Abend passieren. Mit anderen Worten vielleicht. Tun wir uns vorbereiten. Nämlich, es ist hier in dem Evangelium, also wirklich so, Jesus kommt herein, also erscheint ihnen und kommt sofort an das, was er ihnen sagen möchte. Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Allen. Nicht nur denen, die schon wirklich sehr fromm und christlich sind. Allen Menschen. Bei diesem Auftrag habe ich bei der Vorbereitung überlegt, wir haben einen Auftrag. Und der Auftrag ist sehr kurz, also geht hinaus in die Welt und verkündet das Evangelium den Geschöpfen. Ein ganz kurzer Auftrag. Und daher wird heute auch etwas anders also formuliert. Also die Kirche ist der Auftrag der Kirche, dass wir die Liebe Christi erfahrbar machen. Es ist der Auftrag der Kirche, der kleine Satz. Und da kommt jetzt dazu unsere Sendungsaussage. Die lautet: Wir nehmen an der Sendung Jesus teil. Und die Sendung Jesu war auch, diese Liebe Gottes den Menschen erfahrbar zu machen. Das Wie, das wird uns das Jahr durch dieses Evangelium verkündet. Wir haben einen Auftrag. Und wir haben eine Sendung. Und das sollen wir uns immer wieder auch bewusst machen. Wenn ich irgendwo was höre oder so, oder wo ich mithelfen kann. Es geht mir ein bisschen die Gänsehaut, wenn ich dann lese, wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Mein Verständnis ist der barmherzige Vater bis zu unserem Tod. Ja, es steht hier. Und dann
Es geht es nämlich, wenn wir wirklich treu sind in unserer Sendung, dann können wir diesen anderen Menschen also animieren, es auch zu tun. Und es dann kann eine große Schar von Menschen sein, die dieses Evangelium nicht nur mit Worten verkünden, sondern mit ihren Händen, mit ihren Ohren, wenn sie zuhören, mit ihrem ganzen Leben. Fragen wir uns vielleicht heute, wie gehe ich mit dem um, dass ich gerufen bin, die Liebe Christi erfahrbar zu machen. Geht mit dem Wort ein, geht in die ganze Welt, verkündet das Evangelium allen Geschöpfen.